Radio Taiwan International. Reise durch Taiwan. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Radio Taiwan International mit Reisen in Taiwan, unserem Reisemagazin. Und Kirill ist mal wieder am Mikrofon und ich habe mich auf die Suche gemacht nach meinem neuesten Gesprächspartner und da bin ich wieder im Goethe-Institut Taipei fündig geworden. Das ist Timo. Timo, hallo. Hallo. Ja, Timo, du bist auch schon ein Bekannter. Wir hatten so vor einem oder anderthalb Jahren mal ein Interview gemacht. Ich glaube, da hast du über die Yangmingshan. Über Yangmingshan und über die Universität, die da ist, so ein bisschen über deine Klettertour erzählt. Aha, richtig. Und ja, nach einem Jahr hattest du ja auch wieder Zeit gehabt, Taiwan so ein bisschen zu erkunden. Und da kommen wir auch gleich drauf. Aber Timo, du willst auch mal kurz, also in deiner Eigenschaft als Sprachabteilungsleiter. Du bist der Sprachabteilungsleiter. Genau. Willst du auch mal kurz hier ein Event vom Goethe-Institut anpreisen? Was wäre das? Genau, also eine unserer Aufgaben ist ja, wir fördern jetzt das Lernen von Deutsch in Taiwan zum Beispiel an Schulen und wir organisieren da für die Schüler und Schülerinnen in Taiwan einen Wettbewerb, und zwar einen Wettbewerb zum Thema KI. Das heißt, die Schüler können da in so kleinen Teams mit Hilfe von KI ein Kunstwerk, also es kann zum Beispiel ein Bild sein, Musik oder ein Videoclip, dann erstellen, der dann bewertet oder dann von einer Jury dann eingeschätzt und bewertet wird. Und es gibt dazu auch noch dann Workshops für Schülerinnen und für Lehrerinnen, wo sie dann eben auch etwas über die Nutzung von KI im Unterricht und generell mit welchen Tools man da an dem Wettbewerb arbeiten kann, dann eben dann etwas lernen können. Okay, was so speziell, müssen diese Videos und Bilder irgendwas mit Deutsch zu tun haben? Müssen die Deutsch untertitelt sein oder muss ein deutscher Kommentar dazu sein oder jetzt generell kann das auch anderssprachig sein, oder? Also die Sprache in dem Endprodukt, also egal ob es ein Video ist oder ein Bild oder so, das sollte dann natürlich dann auf Deutsch sein, genau. Weil das ist ein internationaler Wettbewerb, das heißt, da nehmen jetzt nicht nur Schüler und Schülerinnen aus Taiwan teil, sondern da sind zum Beispiel auch Goethe-Institute in Brasilien, USA, Georgien, Nordmazedonien, Russland, die sind da auch mit in den Projekten beteiligt. Und Marokko habe ich jetzt fast vergessen. Hoffen wir, dass die alle mithören, aber kann ja durchaus sein. Und wenn ihr welche kennt, die damit vielleicht zu tun haben, könnt ihr das ja auch denen ein bisschen näher bringen. Okay, also ist das gesagt sozusagen KI am GI, Künstliche Intelligenz am Goethe-Institut. Genau, der Wettbewerb heißt Kikuk. Kikuk. Künstliche Intelligenz, kreativ und kritisch. Aha, okay. Okay, ja, okay, wäre das erstmal gesagt und ich hoffe, dass das auch Resonanz findet. Wie lange läuft der Wettbewerb? Also man kann einsenden ab dem 15. September bis 15. November. Okay. Es wird noch genügend Leute erreichen, hoffe ich doch. Die deutschsprachigen, Taiwan interessierten Zuhörer. Hergehorcht, es gibt eine KI, ein KI-Wettbewerb sozusagen beim Goethe-Institut. Aber was du uns noch anpreisen willst, das ist natürlich deine Reise nach Tainan und da ganz speziell, also nicht so sehr die Stadt Tainan, sondern so einige Sehenswürdigkeiten. Du sagtest, du warst auf irgendeiner Reisegruppentour nach Tainan, ist ja, das richtig? Richtig, genau. Ja. Das war mit den Kollegen und Kolleginnen hier vom Goethe-Institut. Auch das noch. Also das war sozusagen offiziell sozusagen der Sozialklimbim, wie man ihn nennt, sozusagen, also noch so eine Zuwendung an die Mitarbeiter. Wir gehen jetzt mal alle nach Tainan. War das so ein Tagesausflug oder mehr? Genau, das war ein Tagesausflug, wo wir dann auch eine Führung durch die Stadt dann bekommen hatten. Also früh morgens mit dem Bus hin sozusagen und abends mit dem Highspeed Rail. Ach so, okay. Sonst ist man ein bisschen lang im Bus hin. Ganz genau. Ganz genau, ja, richtig. Wobei man ja mit dem Highspeed Rail ja auch nicht wirklich dann noch so richtig in Tainan ist. Man ist dann ja doch immer noch so ein bisschen außerhalb und muss von dort aus noch einen Vorortzug nehmen. Aber klar, für Tainan lohnt es sich durchaus, den Highspeed Rail zu nehmen. Für Taichung, meiner Meinung nach, kann man auch genauso gut den normalen Zug nehmen, weil man ja auch außerhalb der Stadt ist und dann dort immer noch irgendwie versuchen muss, in die Stadt zu kommen. Deswegen von Taipei nach Taichung
lohnt sich meiner Meinung nach genauso der reguläre Zug nach Tainan von Taipei, ist natürlich der Highspeed Rail vielleicht dann doch schon ein bisschen bequemer. Ach so, also okay, das ging morgens los, abends wieder zurück. So, was habt ihr da so vor allem gesehen, so bei eurer Stadtführung? Also wir sind da durch unterschiedliche Sehenswürdigkeiten da gegangen und haben uns da verschiedene Tempel und so weiter angeschaut. Und einen Ort, den ich da besonders beeindruckend da fand, war das niederländische Vor, beziehungsweise eigentlich muss man sagen, dass es übrig geblieben ist. Weil es ist eines der, habe ich jetzt dann auch erfahren, das ist eines der ältesten Gebäude oder Überreste von Gebäuden auf Taiwan. Ja, okay, man kann dazu auch sagen, also Tainan war zu Zeiten der Niederländer, als die Niederländer Taiwan kolonialisiert hatten, weitestgehend von Tainan aus regiert worden durch die Niederländer und soviel ich weiß auch durch die Japaner. Als die Japaner hier waren, war das auch eine Zeit lang von Tainan aus verwaltet, aber ganz sicher bin ich da nicht. Auch die Japaner haben ja ihre Spuren hinterlassen. Es gibt da so ein altes Kaufhaus aus den 30ern. Das nicht Takashima, ja. Japanischer Name, ja. Ja, genau, ein japanischer Name. Auch ein sehr interessantes Gebäude, ja. Das muss ich auch sagen, also vor allem jetzt, wo es wieder hergerichtet ist und so ein bisschen das Flair der 30er hat, könnte man glatt meinen, in der Mittagshitze Tainans dann mal kurz den Shoppingbummel im japanischen Stil machen zu dürfen. Ja. Also das ist auf jeden Fall empfehlenswert. Ja, und es gibt auch ein sehr gutes Café oben. Ach so, okay, ja, okay. Hoffentlich sonnengeschützt. Also, ja, ja. Ja, gut. Also niemand sollte die südtaiwanische Sonne unterschätzen. Die brennt nämlich heftig. Ja, okay. Also es hat, wir wollen vor allem von diesem Vorreden. Es gibt ja auch, in Danshui, weiß ich, gibt es ja dieses alte spanische Vor. Auch noch Überreste von Moos überwuchert, dann eigentlich nur noch so zu sagen eine Arena, wo man halt noch so ein paar Überreste sieht. Und genauso ist das dann auch wahrscheinlich mit dem Fort Provincia. Also dieses, wobei es dann ein bisschen anders ist, weil das wurde ja so im späten 17. Jahrhundert erbaut und als die Niederländer dann Taiwan abgeben muss, oder Formosa hieß es ja damals noch, an die Chinesen. Genau, damals, richtig. Da wurde dann in das ursprüngliche Gebäude in dem Fort, die wurden in den nächsten Jahren dann auch dann ersetzt durch chinesische oder Gebäude im chinesischen Stil. Also architektonisch so, richtig, kann ich mir vorstellen. Ja. Also man sieht zunächst mal, wenn man das Gebäude, das heute dort steht, wenn man das sieht, denkt man zunächst mal nicht, dass das das niederländische Fort ist, denn die eigentlichen Überreste sind noch Überreste oder Teile von der Mauer, die um das Fort ehemals dann herumlief. Eben dann wurde dann so ein großes Gebäude im chinesischen Stil dann eben dann da gebaut und das wurde in den Jahren danach auch dann für vielfältige andere Art und Weisen dann eben dann genutzt, also es wurde mal als Krankenhaus, glaube ich, verwendet. Und seit dem 20. Jahrhundert wurde es dann wieder hergerichtet und soll jetzt dann als Museum dann auch wieder rein. Also ich weiß nicht genau, wann es jetzt wieder eröffnet wird, aber es gibt da so ein, mit den Niederländern zusammen wurde, oder soll es dieses Jahr wieder eröffnet werden, wenn die Restaurierungsarbeiten abgeschlossen sind, weil es dann auch das 400-jährige Stadtjubiläum dann mit dann einhergeht. Aha, da kann man ja mal zurückrechnen. 400, da sind wir dann im 17. Jahrhundert irgendwo angelangt. Genau. Ja, ja. Aha, okay. Und die niederländische Regierung gibt dann auch oder private Niederländer oder ist wirklich die niederländische Regierung, die dazu was beisteuert zu der Restaurierung und ich glaube, es ist die niederländische Regierung, ich bin mir jetzt auch nicht ganz, ganz sicher, aber es ist auf jeden Fall mit niederländischer Beteiligung, also dass taiwanische Experten und niederländische Experten da gemeinsam an der Restaurierung von dem Gebäude dann arbeiten. Deshalb konnten wir damals zwar große Teile da besichtigen, aber eben nicht alles, weil ein Teil für die Restaurierung da letztes Jahr, als wir dort waren, abgesperrt war.
Okay. Also das Gebäude wird derzeit nicht mehr, im Moment nicht genutzt. Es liegt also größtenteils. Also man kann es schon besichtigen, aber eben nicht alle, also nicht das ganze Gebäude. Also, es ist jetzt besichtigt, es ist jetzt schon sozusagen zum Museum umfunktioniert, auch erst noch teilweise. Ah, okay. Okay, ja, also was kannst du noch so sagen zu Fort Provincia? Also das war ja sozusagen das Kernstück eurer Reise. Gab es da sonst noch so was Sehenswertes, so am architektonisch, mauerbautechnisch oder so? Also wir hatten ja schon einmal dieses Kaufhaus erwähnt. Das fand ich jetzt auch vom Architektonischen her sehr, sehr interessant, weil es wirklich so diesen Flair von japanischer Architektur so aus der Kolonialzeit da noch sehr gut bewahrt hat oder vielmehr auch wieder so restauriert wurde. Wir hatten dann verschiedene Tempel, die es in Tainan gibt, den dann auch besichtigt, das Rote Tor. Man sagt ja auch, Tainan ist so die Tempelstadt Taiwans, genau. Für jedes Anliegen ein Tempel auch sozusagen. Genau, ja. Richtig, und da gehört natürlich die Tempelvisite immer dazu. Habt ihr auch für irgendein Anliegen gebetet, sozusagen, für bessere Schulleistung, für mehr Studentenzahl beim Goethe-Institut? Ja, natürlich. Ja, okay, gut, und da hofft man natürlich auch, dass das so eintritt. Ja, okay, also aber natürlich, Tainan hat ja auch kulinarisch so einiges zu bieten. Ich denke immer, also viele schwärmen mir was von den Dansai-Nudeln vor. Mhm. Ist dir das ein Begriff? Die Dansai-Nudeln, also als wir dort hingefahren sind, ich hatte gehört, das Charakteristische vom Essen in Tainan ist, dass es im Vergleich zu anderen Städten ziemlich süß ist. Mhm. Ja, okay. Das kann ich zum Teil bestätigen. Also ich auf dem Nachtmarkt, da gibt es ja eine besondere Sektion, also vor allem in Tainan, da gibt es diese kandierten Früchte. Das heißt, diese getrockneten Früchte, wie wir es von Rosinen kennen, aber wirklich aller Art. Kiwis, Erdbeeren, getrocknete Erdbeeren, die halt auch lange haltbar sind und nach Erdbeeren schmecken. Dafür, also da muss man meine Frau dann immer vorbei, wenn wir in Tainan sind, und dann groß so ein paar Geschenke. Mhm. Also es gibt diese getrockneten Mangoscheiben, die kennt man, aber für Kiwis, für Kirschen, für Erdbeeren kennt man das nicht so. Ja. Dafür ist Tainan berühmt. Hast du die ausprobiert, oder? Ja, genau, die hatte ich dann auch an einem Stand dann mal ausprobiert. Aber es ist auch zum Beispiel, wir hatten da sehr viel auch Seafood, da es auch da gab, ist man auch dann nah am Meer. Genau. Aber da ist mir wirklich auch so von der Würzung her aufgefallen, dass viele Gerichte, wo ich jetzt eigentlich eher erwarte, dass die herzhaft und ein bisschen salzig sind, dass die immer auch so einen süßen Touch auch noch dann dabei hatten. Ja, okay, ja, das nennen wir jetzt einfach mal den Tainan-Touch. Ja, richtig. Genau, also es kann mir natürlich auch vorstellen, dass in der Preisklasse da deutlich unter Taipei liegt, wo Taipei alles doch Seafood, vor allem auch Seafood-mäßig doch ein bisschen, weil man ein bisschen mehr auf den Tisch legen muss, dass es in Tainan durchaus günstiger ist. Das kann ich mir dann auch vor allem vorstellen. Ja, okay, auch wenn wir architektonisch jetzt mal von manchen Gebäuden reden, da hatte ich eine Erfahrung gemacht, das ist nämlich die Bank of Taiwan. In Tainan wart ihr da. Stimmt, genau, da waren wir auch. Und da gibt es nämlich eine besondere Mauer. Aber ich weiß nicht, ob ihr die gemacht habt. Also die Bank of Tainan hat ja so eine Glocke als Symbol. Ja. Und es gibt direkt angrenzend an dieses Bank of Taiwan-Gebäude in Tainan gibt es so eine Wand. Da sind überall diese Glocken so eingestanzt in den Beton. Mhm. Ja. Und nur eine Glocke davon ist falsch rum. Und wer sie als erster findet, also die ist schon schwer zu finden, es sind wirklich viele und es wird einem so ein bisschen flimmrig vor den Augen, wenn man die sucht. Und wer die dann in einer Gruppe, wer die als erster findet, dem ist natürlich Reichtum und Geldsegen beschieden. Und ich habe sie gefunden damals und auf den Geldring warte ich heute noch. Aber kommt irgendwann mal, hoffe ich doch. Also was ich dort auch gelernt hatte, ist, dass es, wenn man dazu zu einer Sehenswürdigkeit in Taiwan geht, dass da immer so eine Art Stempel ist, der ist so relativ groß. Richtig, ja. Und dann gibt es da wohl so ein Sammelbüchlein und dann kann man dann reinstempeln, wenn man dann eine Sehenswürdigkeit besucht hat und es ist quasi wie so eine Art Sammelbuch dann. Richtig, oder man kann sich in den eigenen Pass stempeln, dann sieht es wie ein Visa aus. Es gibt ja Leute, die sammeln Visa-Trophäen und ich kannte auch einen, der hat sich tatsächlich den Pass richtig gut damit vollgestempelt, weil er
weil er das halt irgendwie angeberisch wahrscheinlich in Deutschland als als weitgereist dann vermarkten will entsprechend. Genau. Richtig, aber das gibt es, also für mich, also ich habe dieses Spiel, diese Jagd darauf nicht mitgemacht. Es ist ja sowieso, dass die Taiwaner sehr kleine Sammelfigürchen oder kleine Klebebildchen, bei 7-Eleven gibt es mal wieder das und das zusammen, Schlüsselanhänger und weiß nicht was. Die sind ja da sehr sammelleidenschaftlich, wahrscheinlich macht das auch vor die solchen Stempeln nicht halt, sozusagen. Ja. Aber ich seit danach habe ich auch diese Stempel auch dann an anderen Sehenswürdigkeiten gesehen. Die hatte ich vorher immer, habe ich die nie wahrgenommen, aber wenn man dann weiß, dass sie da sind, plötzlich sieht man dann wirklich, dass es überall diese Stempel gibt, wo man dann in seinem Buch dann einen Stempel dann reinmachen kann. Wahrscheinlich so ein bisschen inspiriert von der Pilgerroute nach Santiago de Compostela. Da muss man ja, bevor man dann in Santiago ankommt, durch Stempel nachweisen, dass man diese ganzen Passagen durchgemacht hat. Ja. Ich habe auch so ein bisschen an Panini-Sammelbildchen von früher da gedacht. Ganz genau. Und Panini-Sammler war ich ja auch. Und ich bin in Taiwan sowieso immer gut bedacht mit Sammelstücken, die in 7-Eleven oder sonst wo ausgelumpt werden. Aber jetzt mit diesen Stempeln jetzt nicht in dem Maße. Ja, okay, aber wir schalten auch ein bisschen ab. Es gibt ja in Taiwan auch noch ein bekanntes Museum, das ist das Jimei-Museum. Oder Das hast du wahrscheinlich an dem Tag schlabbern müssen. Es war ja sicherlich auch ein gedrängtes Tagesprogramm. Richtig, ja. Also das ist aber auf jeden Fall noch auf meiner To-Do-Liste, weil ich jetzt da auch schon sehr viel Gutes drüber gehört habe, dass es da immer sehr, also immer so interessante Möglichkeiten auch dann Kunst aus Europa dann auch hier dann zu sehen gibt, und zwar dann wirklich hochkarätige, die dann hier in Taiwan dann ausgestellt wird. Man kann ja auch so sagen, das wäre dann vielleicht eine Hausaufgabe für dich, wenn ich in einem oder anderthalb Jahren wieder mal ein Interview mit dir führen würde. Ich hoffe, dann bist du immer noch hier am Goethe-Institut. Ja. Aber, okay, bevor ich dich jetzt hier vom Haken lasse, will ich jetzt nochmal fragen, was ist denn noch so außer Tainan jetzt, also dieses Dime-Museum, was ist denn dein nächstes Reiseziel in Taiwan? Dein nächstes Reiseausflugsziel? Also es gibt auch so ein paar Orte, die ich noch nicht besucht habe, die ich allerdings gerne besuchen würde, zum Beispiel den Sun Moon Lake. Okay, ja. Und auf der grünen Insel war ich auch noch nicht. Ja, okay, richtig. Die Nebeninseln, die müsste ich auch mal erforschen. Die werden mir immer hier viel angepriesen in den Interviews. Ich war auch noch nie auf einer der Nebeninseln. Ah, okay, also die grüne Insel, die ist natürlich nicht so für das Interview mehr geeignet, weil ich zu viele hatte, die darüber schon gesprochen haben. Aber okay, Sun Moon Lake ist immer mal eine Erzählung wert. Okay, und damit beenden wir auch das Gespräch, weil wir kommen bis zum Ende der Zeit. Timo, es hat mich sehr gefreut und vielen Dank auch für die Einsichten, die es so gab, und für den Wettbewerb. Also denk daran, der KI-Wettbewerb, der vom Goethe-Institut ausgelobt ist. Genau, Informationen findet ihr auf unserer Website goethe.de, Taipei und dann K-I-K-U-K. Okay. Und das war sozusagen das Schlusswort, und ich wünsche allen deutschsprachigen, Taiwan-interessierten Zuhörern in der Welt noch einen schönen Tag. Und Timo, möchtest du Tschüss sagen? Auf Wiedersehen, bis hoffentlich bald. Und Tschüss.